Hallo, ich bin die Anna Palm und ich habe soeben meinen dritten Roman geschrieben. Auch dies ist ein düsterer Fantasy-Roman und spielt in Deutschland im Jahr 2222. In meinem neuen Roman befinden wir uns im Jahr 2222 in Deutschland. Es gab eine Krankheit, genannt die Infektion, die die Menschheit bis auf ein Bruchstück ausgerottet hat. Und die 16-jährige Mika wächst in einer Diktatur auf. Und eines Tages beschließt sie mit drei anderen Jugendlichen, die sich sehr von ihr unterscheiden, diese Diktatur zu stürzen. In der Diktatur von Alemannia werden Menschen nach vier Persönlichkeitsmerkmalen selektiert. Das sind Harmonie, Ehrgeiz, Macht und Risiko. Diese Unterteilung wird damit gerechtfertigt, dass die Menschen, die nach der Infektion getrennt wurden, nur überleben können, wenn gleich und gleich zusammen ist, weil Menschen, die anders sind, sich schließlich vollkommen in den Ruin treiben würden, weil sie auch nur noch relativ wenige sind. Die Protagonistin Mika verkörpert sozusagen, dass man gar nicht wirklich auf ein Persönlichkeitsmerkmal beschränkt werden kann. Das heißt, man ist nicht nur harmonisch oder abenteuerlustig oder ehrgeizig. Also es gibt noch den Risikojungen Aaron, der ist überhaupt nicht harmonisch aufgewachsen. Der wurde an seinem 8. Geburtstag von seinen Eltern getrennt, die beide im Harmoniedorf wohnen, und war von da an in der Risikostadt, Stacheldraht und Stromzaun. Die werden verachtet von den anderen, weil der Diktator das möchte. Dann gibt es noch das Machtmädchen Jana. Sie ist äußerst schlau, ziemlich kühl und verliebt sich auch in Aaron. Aber eigentlich fehlt ihr auch gerade dieses Harmonische und dass sie nie von ihrem Vater wirklich im Arm gehalten wurde. Und es gibt den Ehrgeizjungen Finn, der ein bisschen verwirrt ist, was das Soziale angeht, aber so wissenschaftlich seine Ziele hat und dann in diesem Fall auch ein sehr intelligenter Junge und das Herz eigentlich am rechten Fleck hat. Es gibt natürlich erstmal massive Konflikte, weil sie an allen Ecken und Kanten aneinander geraten und schließlich stellen sie aber fest, gerade weil sie so unterschiedlich sind, ergänzen sie sich. Und in dem Moment, wo sie feststellen, dass sie sich ergänzen und dass es auch okay ist, anders zu sein, also dass sie sich verstehen können, selbst wenn sie vollkommen unterschiedliche Menschen sind, da fangen sie auch an, sich zu mögen. Ich glaube, die zentrale Aussage ist, dass man, wie gesagt, Menschen nicht auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale beschränken kann, dass ein Mensch so vieles auf einmal sein kann und gerade auch, dass unterschiedliche Menschen auch zusammen so viel erreichen können, dass man sich also mehr Mühe geben sollte, jemanden zu verstehen, der einem eigentlich gar nicht ähnlich ist und sich in den reinzuversetzen und dann plötzlich auch nochmal ganz neue Dinge lernt und plötzlich auch neue Dinge an sich selber lernt.